Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Shakes and Fidget Video. Und heute in dem Video habe ich mal Lust, ein bisschen Real Talk auszupacken und euch mal auch auf YouTube die Information zukommen zu lassen, wie es denn aktuell um mich steht und was mir so durch den Kopf schwirrt und wie sich so das Verhältnis zu meinem Content auch in Shakes and Fidget aktuell äußert. Und das ist mir hier an der Stelle auch ganz, ganz wichtig. Also grundlegend möchte ich erstmal die Sache klären. Shakes & Fidget macht mir aktuell immer noch sehr viel Spaß. Ja, das möchte ich schon mal vorweg gesagt haben. Das zweite ist, EU10 verlangt schon sehr viel von mir ab. Das heißt, ich lege wirklich sehr viel Fokus auf Dinge, die ich mache. Auch der Arena-Manager, ja, trotzdem natürlich immer noch sehr kostensparend. Ich werde den AM nicht mal annähernd perfekt spielen, aber ich werde ihn irgendwie trotz allem versuchen, besser zu spielen, so wie ich es kann. Ich werde, wenn da ein paar Pilze da sind, werde ich dann auch die entsprechenden Sachen ausbauen, dass das gar nicht so weit in den Hintergrund rückt. Ne? Das ist so das Ding. Also den größten Struggle habe ich aktuell mit dem AM. Ich kann euch Entwarnung geben, mit den Pets bin ich aktuell sehr, sehr, sehr zufrieden. Ja? Ich bin da stolz auf mich. Ich habe auch wieder einige Erfahrungen mehr gemacht. Ne? Also ich bin zwar schon ewig lange in dem Shakes & Fidget Business drinne, aber ich habe mich nie wirklich für anständiges Competitive Gaming interessiert, wann man was macht. Das war mir alles egal. Ja, seitdem Shakes & Fidget so kompliziert wurde, in Anführungszeichen so kompliziert, da habe ich einfach, habe meinen Kopf abgeschalten bei sowas, ne, und habe einfach meine Chars so gespielt, wie ich wollte. Ne. Und auf EU10 haben wir gesagt, nach einem Jahr, ja, nach dem Bruch, den ich auf EU1 hatte mit viel zu viel Geldausgaben, ich möchte es mal probieren, ja, ich möchte es schaffen, hier mit Kopf, ja, mit Köpfchen, mit Sinn und Verstand Shakes and Fidget zu spielen, ja, mit Geldausgaben. Und mir war immer klar, das ist so eine Sache der Einteilung, ja. Das müsst ihr wissen. Wie teilt man sich die Pilze wie ein? Und ich habe ja am Anfang gesagt, ich möchte quasi für das Game, ja, 25 Euro im Monat aufladen. Ja, und ungelogen, Leute, das ist viel zu wenig eigentlich. Wenn man, ja, und jetzt bevor ihr hyperventiliert, wenn man hier im Epic Event blättern möchte, wenn man 20 Mal am Rad drehen möchte, volle Abenteuerlust spielen will oder was weiß ich, in der Festung nach Steinen skippen. So, ne, versteht ihr? Was sind 25 Euro? Was sind da 50 Euro? Das ist nix. Leute, 50 Euro ist viel und es reicht nicht mal annähernd, um irgendeinen Push da irgendwie in Relation zu dem Gameplay auf einen Monat gestreckt zu spielen. Und jetzt, da ich schon das zweite Mal 0 Pilze jetzt habe, ich habe aktuell 0 Pilze, deswegen seht ihr das auch hier. Und ja, Leute, ich werde aufladen, ne? Ich werde das durchziehen mit 320 Alu. Jetzt hat es bei mir auch geklingelt. Ich habe, wie gesagt, immer versucht, eine Mitte für mich zu finden und habe mir die Frage gestellt, was muss ich genau beachten, um an der Stelle wirklich einen ganzen Monat über die Runden zu kommen? Und das ist, was der gute Herr Rattenrabauke gesagt hat. Gorgos, halt deine Pilze zusammen. Und jetzt, liebe Leute, hat es bei mir Klick gemacht. Es gibt eine Formel, ja, und das ist auch gar keine Ausrede jetzt, es gibt eine Formel, die ganz leicht auszurechnen ist. Wie viele Pilze brauche ich am Tag? Worauf kommt es an? Na? Und ich kann euch da auch gleich so ein bisschen die Sucht des Ganzen erklären. Ab wann beginnt die Sucht, dass man zu viele Pilze ausgibt? Na? Wie kann man konsequent spielen und sich trotzdem was gönnen? Das ist das Ding. Sobald du dir etwas gönnst, willst du mehr. Und das habe ich für mich festgestellt. Wenn du im Epic Event spielst, na?
Und allein schon, wenn du einmal hier draufklickst, ist schon vorbei. Dann erhöht sich dein Suchtpotenzial. Dann siehst du gute Epics, holst die raus und dann sind auch schon wieder 15 Pilze weg. Na? Nur so erstmal als Beispiel. So, worauf ich jetzt hinaus will ist, es geht darum, manche Features erst gar nicht anzurühren, um eben diesen, sag ich mal, Suchtfaktor zu kriegen. Deswegen, was ist für die Gilde oder auch für mein Gameplay wichtig? So, was soll für mich wichtig sein? Es ist, ja, grundlegend das, was die Gilde voraussetzt. Nämlich 320 Alu, 50% Mount, Tränkemanagement, ja. Ritterhalle 10, ist klar. Und da ist es doch ganz easy für mich zu sagen, Leute, ich mache meine 320 Alu, sind 10 Pilze. 10 Pilze am Tag, for real, sind nicht viel. Ja, aber was das Glücksrad einem so gibt, ja, an Gold, an Ressourcen und XP, alles was dir das Rad so gibt. Oder auch Pilze, ja, also es kommen ja immer wieder ein paar Pilze zurück durch das Rad. Das ist ja auch gut, dadurch fängt man ja auch einiges wieder auf. Das heißt, ich habe mir vorgenommen, 30 Pilze am Tag auszugeben, 20 am Rad und meine Biere. So, das heißt, ich habe das ausgerechnet, wenn ich für einen Fuffi auflade, als Beispiel, ja, dann habe ich 1250 Pilze. Und die reichen mir, wenn ich jeden Tag 30 Pilze ausgebe, 41, irgendwas Tage. Das ist über einen Monat. Und wenn ich das so beibehalte, weil diese ganzen Tränke und so, ne, und den Greif und alles, solche Sachen kriegt man ja auch teilweise durch die Drops, ne, keine Frage, oder durch irgendwelche Codes oder was auch immer, dann bleiben sogar noch Pilze übrig. Und wenn ich das so beibehalte, dann spare ich noch an und komme effizient voran. Na? Noch ein Ding, was ich für mich selber auch feststellen musste, nachdem ich da mit jemandem darüber geredet habe. Ganz klar, meine epische Gegenstände oder generell meine Gegenstände werden schlechter. Sie werden schlechter. Und das Einzige, was da mit hineinspielen kann, ist Geld auszugeben. Na? Und da kommt es ja nicht darauf an, das immer zu machen, wenn man es braucht. Sondern man könnte in jeder Situation anziehen. Ja? Und nach 2 Sekunden, ist jetzt übertrieben, nach 2 Sekunden bist du auf einem aktuellen Stand. Aber irgendwann kommt wieder der Bruch, wo du dann wieder an einer Stelle bist, wo du sagst, ich bin wieder zu schlecht. Versteht ihr, worauf ich hinaus will? Und das ist das Ding, das braucht man doch eigentlich doch gar nicht. Ja? Das braucht man nicht. Denn wir haben ja hier so wunderbare Events, nämlich ist das hier, lasst mich lügen, 5-fache Chance, nee, Epic, Gut, Glück, Extravaganza. So, Chance auf epische Gegenstände bei Würfelspieler. Als Beispiel. Das ist ultra geil, liebe Leute, denn, mal angenommen, ich habe seit 40 Stufen keine passenden Items, ja. Also Dungeon-Ballern werde ich ja auch nicht. Ich mache nur Free-Tries. Wenn ich jetzt erstmal nur dieses Event bezogen, ne? Hier. Wenn ich hier meine Epics würfel, dann habe ich auf einmal ein Epic, das 100 Stats oder 120 Stats besser ist. Das heißt, ich bekomme quasi neue epische Gegenstände, mit dem ich dann am Ende des Tages die nächsten 10 oder 20 Free-Tries legen werde und hole die Level auf ohne Pilzkosten. Ich bin einfach nur langsamer. Versteht ihr? Und das ist einfach dieses Mindset, was mir persönlich gefehlt hat. So, ich bin da rangegangen, habe gesagt, ja, 25 € muss reichen. Ja, ist ja auch erstmal zu wenig. Ne? 50 € ist gut mit dem, was ich hier möchte. Und wenn ich das so durchziehe, was ich auch jetzt wirklich angehen werde, spare ich sogar noch. Und das ist doch das Gute. Ja? Also, das wollte ich einfach mal offenlegen. Das ist so mein Struggle, den ich so aktuell habe. Und wenn ich diese Dynamik drin habe, dann bin ich wirklich glücklich. Weil ich sag ehrlich zu euch, ich habe Bock,
Ich habe Bock, schon so Pilze zu benutzen und einfach mehr zu kriegen. Mehr Gold, mehr XP aus der Abenteuerlust und so. Ich will das schon. Ne? Ich will hier auf EU10. Die anderen Server sind mir egal. Die sind mir da egal. Da zocke ich 100 Alu, mach hier und da ein paar Sachen, vielleicht mal ein Free Try und gut ist. Aber hier will ich das. So. Und man hat es mir gesagt, ja, ich kann doch Werbung gucken für Lucky Coins. Und das ist geil. Aber Leute, ich habe da nicht die Disziplin, mir da diese Lucky Coins wirklich ranzuholen. Ne? So. Deswegen gebe ich da, das ist auch einfacher für mich, die Pilze müssen eh drauf sein, ja, wegen der 320 Alu. Sonst wäre das andere viel zu krass, ne? Also ich bin nicht so free-to-play übelst stark unterwegs, dass ich hier mir die Pilze, keine Ahnung, die 320 Alu am Tag mit Free-to-Play-Pilzen oder so finanzieren kann. Da habe ich überhaupt keine Zeiten, keine Nerven für. Deswegen ist das so das Ding, was ich als Standard festsetzen möchte. Ja. Genau. So, also das war mal so meine Äußerung dazu. Vielleicht konnte ich mit dieser Ansicht euch irgendwas noch, ja, euch inspirieren, irgendwas noch beibringen oder so. Ja, weil Shakes ist halt einfach ultra teuer. Es ist ultra teuer. So, ne? Du kannst nicht sagen, ja, ich spiele jetzt einen Monat so und so. Lädst einen Fuffi auf, das reicht dir hinten und vorne nicht, wenn du alle Features dir gönnst, wie Epic Event und so. Und dann noch Dungeon Pushes. Nee. Also, ja, das ist so das, was ich euch auch mitgeben möchte. Bei so Sachen wie Arena Manager und die Kosten der Skips werde ich auch ausrechnen. Ich werde für mich eine Pilzausgabenformel zusammenschaffen und dann werde ich mich danach richten. Auch wenn meine Tränke vielleicht mal auslaufen, werde ich gucken, wie viele Pilze habe ich vielleicht aus dem Glücksrad bekommen, um dann mal für Tränke zu blättern, wenn es dann Not am Mann ist. Na, hier 25 Stunden, ne, versteht ihr? Weil ja durch das Rad, ja, trotz meiner Berechnung immer noch wieder Pilze zurückkommen. Genau. Dass ich mir dann eben diesen Standard gönne, wie Drachengreif oder meine Tränke. Ja, das ist so der Stand, mein Struggle, den ich so an den Tag lege, noch ein bisschen, ja. Ich habe auch, wie ihr sehen könnt, gut gepusht. Man merkt auch hier in der Unterschied, ne, in der Gilde den Unterschied, 172, wir haben jetzt hier den Scully, ne, pusht jetzt auch nicht hardcore rein, ne, also ich bin da wieder davon gezogen, es sind einfach diese Pilzausgaben und das muss nicht sein, ne? Das heißt, ja, der ein oder andere wird vielleicht von hier unten noch mich überholen, definitiv, würde aber sagen, ich bleib mal ganz easy peasy mit Scully weiter unten und wenn ihr irgendwann merkt, dass ich hier ein paar Level-Ups mache in der Gilde, ne, dann liegt das wahrscheinlich daran, dass mein Equip so arschmäßig alt ist, dass meine neuen Items einfach so krass derbe reinhauen. Versteht ihr? So, da habe ich dann irgendwo was mal hier vielleicht so im Shop so bekommen, weil es automatisch gerade angezeigt wurde. Oder vielleicht habe ich ein Item aus dem Glücksrad gekriegt oder beim Hütchenspieler. Ne? Dann werdet ihr schon sehen, den Unterschied zwischen meinen, genau, Stats und so. Ja, das wollte ich mal erwähnt haben. Ja, aber so aktuell am Progress, was das Ganze mit EU10 betrifft, bin ich doch ganz gut dabei. Bis jetzt auch keine Alu verpasst oder so. Wir haben auch einen Free Try. Ich habe durch den Würfelspieler, und ich werde euch da jetzt mal so ein kleines Exempel machen. Ich habe hier, ja, ihr seht hier zum Beispiel diesen Kopf, ne, Rüdigers Kopf. Oder die Handschuhe, 164. Und ich habe gestern diese Rüstung mit 211 und 210, ja, ohne Pilzausgaben, einfach mal so, ja, beim Würfelspieler bekommen. Beim Würfelspieler. Ne? Merkt ihr, worauf ich hinaus will? Und das sind dann so die Goodies, die man sich dann auch mal, ja, über die man sich dann auch extrem freut. Versteht ihr? Deswegen, das versuche ich jetzt anzugehen und mir dieses Mindset aufzubauen, ja, weil Leute wie Basi zum Beispiel, die spielen auch jahrelang Free-to-Play
Und er zieht sein Mindset und sein Engagement, ne, das zieht er auch so weit durch und hat sich dann auch gelohnt, ne? Und ich will halt für mich selber auch etwas aufbauen, womit ich dann, ja, meinen eigenen Playstyle an den Tag lege. Ne? Das ist so das Ding. Das wird natürlich heißen für euch, kein Epic-Vent-Geblätter mehr. Außer natürlich, ich werde vielleicht in Zukunft mal Official Creator oder so. Dann werde ich dafür auch eine Formel preisgeben, die so ein bisschen, ja, also, ja, was heißt preisgeben? Ich denke mal, ich werde das für mich behalten. Ich werde es so kalkulieren, dass ich ungefähr so viel Pilze ausgebe, wie ich dann auch gesponsert bekomme. Ja, das werde ich aber auch recht schwammig halten. Das heißt, ihr könnt auch ruhig rechnen, wie ihr wollt. Ne, nur für die Zukunft, weil das ja halt auch für den Content dementsprechend da ist. Das heißt, da verstehe ich es natürlich, dass man von den Pilzen auch was zeigt. Und das wird dann dementsprechend auch der Fall sein. Ja, nur als Beispiel. Genau. Also mir geht da echt aktuell gerade viel durch den Kopf. Nach wie vor, wie gesagt, Jackson Fidget macht mir Spaß. Ich will auch gar nicht hier aufhören. Ich merke, habe ein klares Bewusstsein jetzt bei dem, was ich so möchte. Und von dem her, ja, wünsche ich euch allen auch nur wirklich das Gute, dass ihr hier ja nicht zu viel Geld ausgebt. Und ja, ne, weil da hat jeder so sein eigenes Limit. Und ja, macht auf jeden Fall das Beste draus, liebe Leute. Genau, vielleicht nochmal so ein paar kleine Sachen zu meiner Festung auch hier. Ich baue gerade auf die Edelsteine 10 aus. Das heißt, ich bekomme dann die Unterwelt. Und ja, ne? So, dass ihr schon mal gesehen habt. Kaserne werde ich auch ausbauen demnächst. Dann ein bisschen die Akademie, die Schatzkammer nicht vergessen. Genau. So wird das auf jeden Fall alles klappen. Am Ende des Ganzen machen wir jetzt noch ein Free Trade zusammen durch die 2 Epics, die ich bekommen habe. Werde ich hier, ja, ich werde mal den Spaßmacher Bronco bekämpfen. Dazu mache ich mal auf mal 3 und wir gucken das Ganze mal an. Ich habe keine Ahnung, wie viel Prozente der hat. Aber maybe klappt der. Mit etwas Glück. Aber der haut hier, ja, okay, gut. Der ist drin, das weiß ich. Könnte man auch durchentern, aber wie gesagt, das wird bei mir hier auch nicht der Fall sein. So, ja gut, Leute. Vielleicht noch videotechnisch eine kleine Sache. Ja, wenn ich schon gerade hier bin, dann auch noch ein paar Sachen zu Videos. Ich bin ja aktuell noch krankgeschrieben, ich bin noch zu Hause, weil ich ja einen Bruch im Handgelenk hatte und das muss erstmal alles wieder zusammenwachsen. Und ich sag mal so, ich mache manchmal, meistens die Nacht zum Tag und ich habe da auch keine richtige Routine mehr drinne. Und das mit, ja, ich sag mal, mit den Shakes and Fidget Videos so derzeit, ich lasse mich halt einfach hängen und ich baller vielleicht mal öfter so Streams auch, ne? Nicht mehr ganz so daily, wie ich es eigentlich vorhatte, weil ich gemerkt habe, dass, ne, Daily Streams belasten auch irgendwo, ne? Man macht sich in gewisser Weise einen Druck. Und mit Videos, da, ja, ist aktuell auch schwierig. So, ich fühle mich da jetzt nicht unbedingt so fit, um die krassesten Cuts zu machen. Ja, da muss ich, ja, ganz ehrlich zu euch sein. Aktuell ist mir da, habe ich da auch gar nicht so wirklich die Konzentration für. Weil videotechnisch in solchen Sachen was rauszubringen, da muss man drin versinken. Und wenn ich drin versinke, dann werde ich vielleicht auch ein paar Sachen auf EU10 irgendwie nicht mehr so richtig machen, weil ich quasi den Fokus dafür verliere, ne? Versteht ihr? Und diesen Struggle, da will ich mich nicht so reinbegeben, ne? Deswegen, ich nehme das Video jetzt so für euch auf und hoffe, ihr habt irgendwo Verständnis dafür, dass nicht so viele Videos kommen. Aber nichtsdestotrotz will ich euch sagen, dieser Kanal hier und alle Leute, die auch den Kanal abonniert haben, sind Schätze. Ja? Also dieser Kanal ist ein Schatz. Ich freue mich immer wieder, wenn hier ein Upload kommt. Ich
Ich mag jedes Video auf meinem Kanal und ihr dürft euch richtig, also wenn ein Video kommt, dann seid euch im Klaren, dieses Video ist genau dann erschienen, weil ich mir gesagt habe, okay, jetzt fühle ich mich gut dabei, das Video rauszuhauen und habe auch auf jeden Fall was zu sagen, ja, und genau, gut, ja. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, ich werde das an der Stelle auch beenden soweit hier, ja, Leute, schreibt gerne Kommentare, würde mich sehr, sehr freuen, lasst auch gerne, wenn euch dieser kleine Talk unterhalten hat oder irgendwas, ja, mitgegeben hat auf eurer Reise, ja, lasst auch gerne ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat oder schaut auch gerne mal auf meinem Twitch-Kanal vorbei, ne, Twitch, auf Twitch heiße ich Gorgos9000, aber gut, denken wir, die meisten wissen das. Ja, macht's gut, liebe Leute. Viel Spaß noch in Shakes and Fidget. Bis dahin. Tschüss, ciao. Und... Bankai!